Leute, willkommen zurück zu Minion Rush Folge 7 im letzten Part. Ja, es hat sehr lange gedauert, bis wir den Baby-Minion freigeschaltet haben. Öffnen wir einfach mal diese Kapsel am Anfang. Zwei Marken, Münzen und auf den Seestern, nicht schlecht eigentlich. Ja, wir machen heute hier weiter und hier kann man auch Punkte einfordern. Genau, Stufe 5 anscheinend. Und wir können uns eine Festival-Kapsel holen. 5 Sachen sind drin. Erstmal ein paar Münzen. Oh, Hippie Kevin, sehr cool. Urlauber, alles, wir können uns den Urlauber holen. Dann, Spelunkastrat, keine Ahnung, was das ist. Und Barker, cool, finde ich nicht schlecht. Da möchte ich kurz mal was schauen, nämlich bei dem Glücksrad. Gibt es zwar wieder 30 Spins. Kostenloser Versuch. Ah, sogar kostenlos. Schauen wir uns das mal an, was wir bekommen. Wir bekommen, den Osterbunny, irgendwas. Ja, ich kann wieder 30 Werbungen anschauen. Werde ich bald machen, ich glaube, das lohnt sich. Wir laufen weiter und ich glaube, wir sollen den nehmen am besten. Ja, sollten. Okay, Mission 8. 160 Bananen übrig mit dem Ding hier. Hey, was ist das für ein Löffel? Keine Ahnung. Egal, 160 Bananen mit diesem Ding müssen wir anscheinend sammeln, ne? Ja, aber erstmal brauchen wir den Bananenspalter. Da oben ist kein Bananenspalter, aber dafür ein Löffel. Sollen wir 30 Löffel muss ich finden jetzt, echt? Och nee, warum denn das? 30 Stück, das ist ja voll viel. Na gut, wir versuchen es. Müssen wir beides machen? Ach, na ganz toll. Oh, hier ist ein Bananenspalter, cool. 160 Bananen. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Noch ein Löffel. Ach, hier gibt es aber nicht so viele Löffel. Oh Mann. Ich glaube, das wird lange dauern. Aber naja. Wir werden sehen. Hier ist noch ein Bananenspalter. Mach mal hier. So knapp. Ja, wir haben fast genug. 36 fehlen uns noch. So. Okay. Also, aber diese Löffel finde ich nicht. Die sind so wenige. Wenn wir wirklich 30 finden sollen, dann weiß ich wirklich nicht. 27 übrig. Das dauert Jahre. Oh nein, nicht das. Das kann ich jetzt gar nicht machen. Na gut. Mache ich das halt jetzt. So. Ja. So. Ich kann jetzt einen Bananenspalter einsetzen. Und Mission... Achso, nee, die Mission ist beendet. Ja, man muss gar nicht Löffel finden. Okay, ich dachte, wir müssen 30 von den Löffeln dingsen, aber zum Glück nicht. Das ist gut so. Und vielleicht kommen wir heute sogar schon eine neue Welt. Event hat begonnen. Naja, jetzt nicht. Okay, das müsste das letzte Level sein. Laufe... Nee, 1 Minute und 65 Sekunden. Guck mal, wie viele wir hier uns kaufen können. Wir brauchen... Ja, komm, holen wir uns. Nehmen wir einfach den Inselreisenden. Ist eigentlich egal, wie wir nehmen. Wir müssen einfach nur eine Minute und 36 Sekunden laufen. Also kein Bosskampf in dieser Welt oder was? Ja, muss ja nicht in jeder Welt sein. Vielleicht gibt es ja doch einen Bosskampf. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt beginnt der Timer. Genau. Achso, heute werde ich über Sammelkarten reden. Genau. Weil eigentlich müssen wir ja nur ein bisschen rumlaufen. Ja, genau, Sammelkarten. Es gab wirklich mal Sammelkarten von den Minions, darüber rede ich gleich. Aber heute rede ich am Anfang erstmal über Stickies. Wisst ihr, ihr kennt bestimmt Stickies. Also wenn für die Leute, die nicht wissen, was Stickies sind, das sind solche kleinen Figürchen mit irgendwelchen Saugnäpfen dran. Echt cool. Ja, und da frage ich mich halt, gibt es davon Stickies von den Minions? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob es irgendwelche Minion-Stickies gibt. Man kann auch googeln, ja, aber ich wollte irgendein Thema, worüber wir reden können, haben. Oh, jetzt sind wir das Ding hier. Genau, ich wollte irgendein Thema mir raussuchen. Und ja, da habe ich mir gedacht, komm, reden wir über Minion, Sammelkarten, Stickies. Also ich glaube, es gibt keine Stickies von den Minions, aber es kann ja mal sein, dass es Stickies, Sticky-Minions gibt. Oh, ich habe ja kann die ganze Zeit einen Bananenspalter einsetzen. Oh, das war knapp.
Ich denke schon, dass es solche Sachen gibt, also irgendwo, aber nicht bei uns in Deutschland. Es gibt viele Stickies, die es nicht bei uns gibt, leider. Ja. Mission beendet. Ja, aber ich denke halt. Ja, genau. Wie gesagt, schreibt einfach alles in den Kommentaren, wenn irgendwelche Fragen hier aufkommen von mir. Genau. Einfach beantworten in den Kommentaren. Und wir kommen, glaube ich, in die nächste Welt. Ja, Raum wird verbessert. Wir haben jetzt 200 Bananen. Ich glaube, es ist gerade mal Kapitel 4 von 45. Und ich muss was runterladen kurz. Okay, wir haben uns das Wohngebiet runtergeladen. Und wir nehmen vielleicht mal dich, den Inselreisenden. Ich glaube, der ist ganz gut. Ja, mal müssen. Alter, das sieht richtig cool aus. Das finde ich jetzt schon mal besser ein bisschen. Irgendwie. Also ich finde, die Welt finde ich bisher am besten. Auch wenn ich nicht viel gesehen habe, die sieht schon cool aus. Hier kann man es aushalten, würde ich sagen. Sehr, sehr cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Quests bald halt viel schwerer werden. Aber was denkt ihr, werden die Quests schwerer? Schreibt es. Das schreibt ihr auch mal in den Kommentaren. Ob das schwerer wird oder nicht. Oder ob es einfach immer so bleibt. Die Schwierigkeit. Hä? Was? Hä? So, ja, hier muss man her. Mann, ey. Ich dachte, man wird automatisch gelockt. Aber das ist echt cool gemacht, finde ich, hier draußen. Bei diesen Straßen hier ein Auto. Hier kann man. Ah, hier ist ein Bus. Das ist wirklich bisher meine Lieblings. Keine Ahnung, wie soll man das sagen? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr gut. Am besten designt. Wow, aber es ist schon ein bisschen schwerer, wenn ich ehrlich bin, irgendwie. Weil in jeder Ecke ist irgendwas. Ja, so geht's schneller. Ja. Mission beendet, Leute. Okay, Mission beendet. Wir machen noch eine Mission, würde ich sagen. Ja, zum Versteck. Mission ist. Schnelltipp. Ne. Sammelt. Ne, das war gerade die Quest. Was ist die nächste Quest? Laufe 600 Meter. Mit welchen machen wir das denn? Nehmen wir mal Baby. Weil den. Da mussten wir lang warten, den zu bekommen. Das hat wirklich lang gedauert. Ich musste 30 Mal das Glücksrad drehen und es kam 100 Mal diese nervige Werbung. Ich sage jetzt nicht welche, aber es war sehr nervig. Es gibt sehr viele Dinge, die es hier gibt. Busse, irgendwelche Elektrodinger, diese Wasserteile. Es gibt alles. Löffel kann man irgendwie auch einsammeln. Es gibt Eiswagen, Kokosnuss, irgendwas. Also die Dings finde ich echt cool. Und vielleicht überlege ich mir sogar, das Let's Play noch länger zu machen, weil es gibt coole Maps. Es gibt so coole Maps hier eigentlich. Und es macht mir Spaß. Ich will direkt noch eine Folge aufnehmen, weil die Folgen einfach viel zu kurz sind. Vielleicht mache ich heute mal eine 11-Minuten-Folge. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee, Leute. Heute mal eine 11-Minuten-Folge. Und ich würde sagen, jeden Tag jetzt eine Folge Minion Rush wieder. Ich habe jetzt ja pausiert. Also ich meine, jeden Tag noch zwei. Ich meine, jeden zweiten Tag noch ein Video wollte ich eigentlich machen. Aber ja, es macht Spaß. Und ich mache jetzt, glaube ich, wieder jeden Tag ein Video. Genau, Leute. Wir können direkt noch eine Mission machen. Damit wir auch weiterkommen. Also ähnlich will ich hier nicht mal raus. Ist echt cool. Die Map, wie auch immer, springen jetzt manchmal über Hindernisse. Wir nehmen mal. Wir können uns nur den hier kaufen. Benutzen. Den Rest können wir uns nicht mal kaufen. Das ist der Pilgerminion, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. So, also 20 Mal überspringen. Über irgendwelche Dinger. Ich glaube, das zählt auch dazu. Ja. Oh, psi, das war jetzt knapp. Ich habe so viele Sprungdinger gibt es hier gar nicht. Wie ihr sehen könnt. Aber hier wieder. Dann da. Ich glaube, ich hole mir mal ein paar Bananen. Das ist ganz gut. Ich mag diese Stelle hier eigentlich. Okay. Man kann ja echt nirgendwo überspringen. Jetzt hier wieder. Nur 15 Stück. Löffel überspringen. Oha, wie cool. Das ist richtig cool. Also wirklich, ich mag die Map. Geht's ja. Hier geht's durch. Oh, wie cool ist die Map? Die ist richtig cool. Man weiß nicht, wo es hergeht. Oh, Alter. Okay, das ist. Damit ist man nicht sicher. Jo. Hier rüberspringen, hier rüberspringen. Die Map ist richtig cool, muss ich sagen. Also wirklich, es gibt viele Dinge.
Hier könnte ich ein bisschen länger bleiben auch. Also wirklich, hier würde ich schon gerne ein bisschen länger bleiben. So, gibt es da noch was, worüber man, wo man rüberspringen kann? Hier, das zählt wahrscheinlich, oder? Nö, natürlich nicht. Den Sprung. Den Sprung. Den Sprung. Den Sprung. Den Sprung. Hier gab es ganz viele Sprünge gerade. Ich nehme jetzt fast letzten schon. Geht nicht nochmal ins Haus, aber ist ja egal. Okay, 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 okay. Letzter Sprung. Wir haben es geschafft. Ja, Mission beendet, Leute. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich beende das Video. 10 Minuten Video heute, weil das hat Spaß gemacht, hier diese Map zu spielen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich sag ciao.